Yep, so, das müsste passen. Reinigt das Wasser 5 Stück. Oh, ätzend. Wie kriegen wir denn hier gereinigtes Wasser? Sehe ich gar nicht irgendwo. Was ist denn gereinigtes Wasser? Ist das hier? Ätzend. Ach. War das nicht... Ist wieder da. Ja. Wolltest du mir nicht Munition machen? Ja, stimmt. Wiederkommen und gleich oben stehen. Was? Mir ist kalt. Schön. Du, ich finde das gereinigte Wasser nicht. Dankeschön. Wo wir das herstellen können, ja. Zum Bauen? Das ist schlecht, wenn du das nicht findest. Ich dachte erst, dass wir an dieser Nährstation drinnen, ne? Aber da finde ich also gar keinen Eintrag dazu. Meine Nahrungsmittelproduktion drin. Aber auch in den anderen. Aber wieso ist denn hier Input, Ausgabe, alles ist doppelt? Ja, das ist praktisch der Container, von dem es sich nimmt, ist auch gleichzeitig der Container, wo es das hingebringt wieder. Und da zeigt ja von beiden die Inventare, ja. War es logisch. Deshalb. Achso, rechts muss ich gucken. Ja, aber ich finde es nicht. Ich kann irgendwelchen Gemüsesaft herstellen, aber kein gereinigtes Wasser. Oder war das an dem kleinen Gerät, dass man dann die Bullen dort reingelegt hat und hat gereinigtes Wasser rausgekriegt? Wir hatten doch früher mal zwei hier immer draußen stehen, weißt du? Warte, ich gucke mal draußen. Beerensaft? Nee. Klar, das muss irgendwo. Für irgendwas braucht man doch auch das Ganze. Ja, das brauchst du für alle möglichen Lebensmittel, brauchst du das und für diese ganzen. Aber ich. Das ergibt keinen Sinn. Also auch in dem. Du hast den Wassergenerator, hast du den draußen hingestellt, ne? Ja. Mit Sprit. Und der bringt dir was? Wasserkanister bringt der, riesengroße. Genau. Die Wasserkanister hier. In kleinen Konstruktor. Da kannst du gereinigtes Wasser draus bauen. Aber ich habe den Bauplan nicht gesehen. Der ist ein Rot. Ja, ich habe extra geguckt, aber ich habe den nicht gesehen jetzt. Der ist aber auch schon so eingestellt. Direkt in der Mitte, so wie du ihn stehen gelassen hast. Der braucht für eine Flasche, braucht er einen Wasserkanister. Nee, für 10 Flaschen. Ist auch gleich neben Wasserkanister. Ah, okay. Dann ist er aber günstig. Also im kleinen Konstruktor, ne? Nicht in dem Essensding. Ah ja, er hat sogar schon wieder ein paar. Sehr schön. So, fein. Wir sind mal lang. Aber hier wollen wir noch Kondocks. Mensch. Hier haben wir eins. Boah, ich quäle mich hier gerade den Berg hoch mit dieser Maschine, ne? Ach, ey. Das ist eklig, ne? Das hier überhaupt geerntet, jawohl.
Jo. Oh, ich bin schon wieder unterkühlt. Sehr schön. Oh, das heißt, ich wenn du rausgehst, dann bist du gleich unterkühlt. Tagsüber. Ja, minus 17 Grad. Du kommst gar nicht richtig zum Blut. Deswegen bin ich vorhin auch zurück. Heftig. Oh, ich habe minus 17. Hm, ja, hier wird es auch gerade kühler. Yay. Aber hier war das... Oh, geht bei mir auch schon wieder los. Ich hatte vorne in die Richtung noch ein bisschen was zu essen gefunden. Das will ich jetzt auch mitnehmen. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Lithium kann ich auch nicht stehen lassen. Nee. Ah ja, jetzt sehe ich es. Mhm. Yippie! Das hilft uns. So, einmal Kondux. Das heißt, du brauchst dann noch mehr von diesen... Also ich guck mal, ich kann jetzt gerade eine Faserpflanze herstellen. Die brauchen wir nicht. Pilze, das ist auch doof. Nee, deswegen... Das sind die einzigen Pflanzendinger, die wir da haben, ne? Ja, wir können ansonsten halt irgendwelche doofen Pflanzen herstellen. Also hier die Kaffeepflanze können wir machen, eine Space KW. Keine Ahnung, was die macht. Ach, nützliche Stimulanz, okay. Knospen, Pflanzenfaser. Ach, den Drecksbohr meintest du. Igitt, das ist ja dieses Vergiftungsding, ne? Oh, wir bekommen zwei Samen da draus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir brauchen noch ein zweites Pflanzenbeet. Das Damage Hoover Bike ist bestimmt Quest. Das ist das, was mir der eine heute geschrieben hatte, was? Dass du das fast gratis kriegst. Wir müssen dann wieder Quest weiter machen. Wenn ich nicht vorauf reige. Kann man den Wurm testen. So, dann probieren wir das mal aus, würde ich sagen, ne? So, der Corndog ist gepflanzt. Das ist übrigens immer noch bei 97%, ne? Also es verbraucht sich anscheinend sehr, sehr langsam, der Sauerstoff. Mhm. Bei uns in der Basis? Ach so. Ist ja. Wir haben ja Sauerstoff draußen, weißt du? Der Wurm ist schon mal fertig. Eieiei. Knospen gibt's auch. Reichlich. Eine Radverbrennung, dass sie jetzt ticken. Bin völlig um. Ich glaube, hier rechts habe ich noch. Da, Kontakt. Ich bin wieder. Ich habe auch noch ein zweites Pflanzenbeet gebaut, dass wir zumindest zwei Stück davon immer haben. Ich weiß nicht, wie der Ertrag dann hier ist, aber mal gucken. Wir gehen mal von schlecht aus. Alles andere würde mich überraschen. Ich befürchte es auch. Aber es ist ein Anfang. Mir ist schon wieder kalt. Mima, sag. So, wo muss ich hin? Direkt zu dir. Jawohl.
schön über das Zeug stirbt. Hier sind so viele Ressourcen, nehme ich mit. Dafür ich nehme. Ja, mach das. Freut dich, ne? Also die Ressourcen und das. Ach so. Ja, klar, natürlich. Beides, ne? Ich kann das Zeugs auch hier nicht stehen lassen. Das ist alles EP. Du hast es mit Bergbau gemacht. Heute mit irgendwelchen Pflanzen. Aber es scheint mir auch nicht mehr ganz so schlimm zu sein wie hier. Wow, wie lange? 2-3 Jahre? Da gab es wesentlich mehr EP für die Pflanzen. 100 gab es immer. Oh, ich und ich müsste eigentlich auch immer noch 100 sein. Ich muss was essen. Ja, 100. Aber geht halt auch, ne? Also wenn du überlegst, so mal 10 Pflanzen, hast du echt gleich mal so 1000 Punkte weg. Schon nicht verkehrt. Das Gemetzel kommt ja dann irgendwo mal später. Hoffentlich bald. Ja. Das klingt. Siehst du, ich guck mir mal die Galaxiekarte an. Ui! 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 Alter Schwede! Ist ja, ist doch so groß, aber wie? Also klar, an ein Elite Dangerous oder ein No Man's Sky kommt es nicht ran, aber alter Schwede, das sind schon echt viele. Wenn du hier rauszoomst in der Galaxiekarte, das sind etliche Sternensysteme hier. Ja, sie haben ja geschrieben, Tausende. Also das ist schon ordentlich. Ach, am Blutverdurst bin ich gestorben. Nice. Also nicht so schön. Mit dem Blutverlust meine ich, Galaxie doch ja. So schön. Ah, das ist richtig gut. Ja, auf jeden Fall, also das muss ich sagen, das ist jetzt mal ein riesengroßer Pluspunkt gegenüber, auch gerade gegenüber Space Engineers, ja, wo man jetzt halt wirklich von Haus aus jede Menge erkunden kann, wo man sagt, oh, na ja, hier ist schön, oh, nö, hier fliege ich weg. Ja, wie bei No Man's Sky, also nach dem Motto, oh, was bietet denn der nächste Planet? Da musst du erstmal einen richtig eigentlich erkunden. Dafür hatte ich ja gar keine Zeit, erstmal richtig zu klötzen. Na, da kommen wir auch noch zu. Das ist aber Ahax, was du gepflanzt hast, ne? Das ist die Pflanze, die wir da bekommen. Das ist der Kaffee, ne? Nee, das ist das mit dem Pflanzenprotein. Also das bekommen wir da auch raus. Haben die das geändert? Ich dachte, Ahax war Kaffee. Nee, Kaffee ist hier anders. Wie ist das? Nennt sich direkt Kaffeepflanze. Ich brauche mal draußen Protein. Ich hoffe, das wächst ein bisschen schneller. Da ist es drin. Da ist drin Platz für den anderen Zeugs. Oder ist das günstiger am Nahrungsmittel? Gute Frage. Kann sein. Nee, es geht nur schneller. So, aber ich würde dann jetzt zum Ende kommen. Ja.